Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wo ihr das komplette Sonanium-Rüstungsset in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt. Das ist aber noch nicht alles. Ich erkläre euch zusätzlich alle Effekte des Sonanium-Rüstungssets und zeige euch außerdem, welche Materialien ihr für alle Upgrades der Sonanium-Rüstung benötigt und wo ihr die Materialien ganz einfach finden könnt. Helft mir, die 100.000 Abos auf meinem YouTube-Kanal zu knacken. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wo ihr alle Rüstungssets inklusive der Amiibo-Rüstungssets in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt, welche Effekte die Rüstungssets beim Tragen haben und wo ihr die benötigten Materialien für alle Upgrades finden könnt. Machen wir in diesem Video wie von euch gewünscht weiter mit der Sonanium-Rüstung. Das Sonanium-Rüstungsset könnt ihr euch theoretisch schon recht früh im Spiel holen. Ihr bekommt das Sonanium-Rüstungsset auf drei verschiedenen Himmelsinseln in Hyrule. Die Sonanium-Knieschützer findet ihr in Akala im Himmel auf der Steinbruchinsel. Verwendet hier den Turm auf dem Ulriberg und schießt euch damit in den Himmel. Gleitet jetzt zum kleinen Teil der Himmelsinsel, auf dem ihr das Blockkonstrukt entdeckt. Hier findet ihr bereits eine fertige Sonaudrohne herumliegen. Falls ihr noch wenige Batterien habt, dann packt so viele Batterien auf die Drohne, wie ihr hier finden könnt und fliegt damit nach Nordosten zur Steinbruchinsel. Bei der Steinbruchinsel angekommen, springt von eurer Drohne und landet auf der untersten Insel. Hier aktiviert ihr nun die Vorrichtung, damit werden die Katapulte aktiviert. Stellt euch hier auf das erste Katapult und lasst euch zur nächsten Insel schleudern. Auf der zweiten Insel dreht das Katapult ein wenig nach rechts, damit ihr zur nächsten Insel geschleudert werdet. Auf der dritten Insel dreht das Katapult nun so, dass es unterhalb der Sonau-Plattform ist. Nun verwendet einen der großen Felsen und legt ihn auf das Katapult. Damit wird die Sonau-Plattform weggeschleudert und nun habt ihr freie Bahn. Dreht das Katapult nun ein wenig weiter nach links, damit ihr einen der großen Felsen in die runde Kugel schleudern könnt. Beim ersten Mal hat es bei mir nicht geklappt. Deshalb drehe ich das Katapult noch ein Stück weiter und versuche es mit einem weiteren Felsen. Und direkt beim zweiten Versuch hat es geklappt und der Fels ist in der Kugel gelandet. Nun stellt euch wieder auf das Katapult und lasst euch ebenfalls zur Kugel schleudern und gleitet dann in die Kugel. In der Kugel legt nun euren Felsen auf den Schalter in der Mitte. Damit wird die Kugel aktiviert und sie beginnt sich zu drehen. Klettert jetzt auf einen der Pfeiler in der Kugel und verwendet dort euren Deckensprung. Seid ihr auf der großen Kugel angekommen, dann verwendet hier nun entweder ein Teleportmedaillon und platziert es oder speichert hier nun einmal ab. Falls ihr nun scheitern solltet, könnt ihr es so direkt erneut versuchen. So, nun springt ihr von der Kugel, öffnet direkt euren Gleiter und gleitet in die entgegengesetzte Richtung, wie sich die Kugel dreht. Hier müsst ihr nun durch die Öffnung an der unteren Hälfte der Kugel fliegen. Habt ihr es geschafft, dann findet ihr hier auch schon die Truhe. In der Truhe befinden sich die Sonanium-Knieschützer. Die Sonanium-Rüstung findet ihr in Nekluda im Himmel auf der Sonanium-Berginsel. Diese Insel liegt ziemlich hoch im Himmel. Ich habe euch aber zwei Möglichkeiten rausgesucht, wie ihr zur Insel kommen könnt. Bei der ersten Möglichkeit geht nach Nekluda zum Wambluff-Plateau. Hier oben auf dem Berg entdeckt ihr einen sehr großen Wasserfall, der von einer kleinen Himmelsinsel hinunterläuft. Verwendet hier nun eure Zora-Rüstung und schwimmt den gesamten Wasserfall bis ganz nach oben. Oben angekommen besiegt ihr schnell das Konstrukt. Anschließend verwendet ihr die zwei Raketen und platziert diese im 45 Grad Winkel auf der Sonau-Plattform in Richtung der Sonanium-Werkinsel. Aktiviert dann die Plattform und lasst euch damit bis zur Sonanium-Werkinsel schießen. Den restlichen Weg könnt ihr dann auch ohne Probleme bis zur Insel gleiten.
Bei der zweiten Möglichkeit geht zurück zur vergessenen Himmelsinsel, am besten zum Bhutan-Bati-Schrein. Von hier aus lauft ein Stück in Richtung Osten. Am Ende der Insel erstellt euch nun eine Sonaudrohne und fliegt damit bis zur Sonanium-Werkinsel. Unten angekommen, aktiviert ihr nun die Vorrichtung. Damit werden die Ventilatoren der Insel gestartet. Klettert hier nun auf den ersten rechten Ventilator und lasst euch damit nach oben befördern. Seid ihr hoch genug, fliegt immer bis zum nächsten Ventilator, bis ihr oben auf der Insel angekommen seid. In der Mitte befindet sich nun ein Loch. Springt hier nun hinein und achtet beim Fallen darauf, keinen der roten Laser zu berühren. Habt ihr es bis ganz nach unten geschafft, dann springt nun vom Ventilator nach unten zum Jan Samino Schrein. Falls ihr den Schrein bereits aktiviert habt, könnt ihr euch natürlich auch einfach dorthin teleportieren. Das wäre die dritte und bei weitem einfachste Möglichkeit. Lauft hier nun links am Schrein vorbei zu der Lavastelle. Verwendet hier nun eine Wasserfrucht und werft diese bis kurz vor die Wand in die Lava. Damit erscheint nun eine Plattform in der Lava. Springt hier nun auf die Plattform und verwendet anschließend euren Deckensprung. Oben angekommen findet ihr auch schon die Truhe. Und in der Truhe befindet sich die Sonanium-Rüstung. Den Sonanium-Helm findet ihr in Tabanta im Himmel auf der Dunkelruineninsel. Verwendet hier den Turm auf dem Tilio-Berg und schießt euch damit in den Himmel. Im Himmel gleitet ihr nun in Richtung Südwesten auf die oberste kleine Insel der Heldenmutprobe. Von hier aus bleibt euch nichts anderes übrig, als eine Sonaudrohne zu erstellen und den restlichen Weg nach Westen zur Dunkelruineninsel zu fliegen. Seid ihr auf der Insel angekommen, dann lauft nun um die Insel zur Vorrichtung und aktiviert diese. Damit läuft das Wasser nun komplett ab und ihr könnt die Ruinen betreten. Lauft hier also wieder um die Insel herum und sprengt euch den Weg in die Ruinen frei. In den Dunkelruinen ist es nun eure Aufgabe, die Spiegel richtig zu platzieren, damit das Licht zum nächsten Spiegel weitergeleitet wird. Dreht den ersten Spiegel nach Westen, bis das Licht den zweiten Spiegel trifft. Springt dann weiter zum nächsten Spiegel. Dreht den zweiten Spiegel dann nach Süden, bis das Licht den dritten Spiegel trifft. Springt dann weiter zum nächsten Spiegel. Dreht den dritten Spiegel jetzt nach Osten, bis das Licht den vierten Spiegel trifft. Springt jetzt weiter zum nächsten Spiegel. Dreht den vierten Spiegel wieder nach Süden, bis das Licht den fünften Spiegel trifft. Springt dann weiter zum nächsten Spiegel und zum Konstrukt. Besiegt hier nun das Konstrukt und verwendet dann den Spiegelschild des Konstrukts und platziert ihn nach Süden, damit das Licht den gelben Schalter trifft. Habt ihr das Licht bis zum gelben Schalter gebracht, dann öffnen sich nun die Ruinen und sie werden erhellt. Verwendet jetzt noch den Deckensprung beim grünen Schalter an der Wand. Oben findet ihr dann auch schon die Truhe. In der Truhe befindet sich der Sonanium-Helm. So, jetzt habt ihr das komplette Sonanium-Rüstungsset erhalten. Kommen wir nun zu den Effekten. Das Sonanium-Rüstungsset hat gleich zwei einzigartige Effekte. Mit jedem der drei Rüstungsteile verringert sich euer Energieverbrauch für alle Sonau-Bauteile und Transportmittel. Tragt ihr ein Sonanium-Rüstungsteil, verringert sich euer Energieverbrauch um 25%. Bei zwei Rüstungsteile sind es 50%. Tragt ihr alle drei Rüstungsteile, verringert sich euer Energieverbrauch um ganze 100%. Mit dem kompletten Sonanium-Rüstungsset hält eure Batterie also doppelt so lange und so fliegt oder fahrt ihr noch viel weiter als mit jedem anderen Rüstungsset.
Tragt ihr aber das komplette Rüstungsset mit einem Upgrade von mindestens Stufe 2, erhaltet ihr zudem den Setbonus Erhöhte Energieerholung. Dank des Setbonus wird eure verbrauchte Energie, eure Batterien, deutlich schneller wieder aufgeladen. Verwendet also in Zukunft bei weiten Reisen mit Sonartransportmitteln unbedingt das Sonanium Rüstungsset. So, das waren die Effekte der Rüstung. Kommen wir nun zum Thema Upgrades. Damit ihr nun euer komplettes Rüstungsset auf Stufe 4 upgraden könnt, müsst ihr zuerst alle vier großen Feen in Hyrule befreien. Ich habe euch hier mal die Standorte von allen vier großen Feen auf der Karte markiert. Für weitere Infos schaut gerne mal in die Infokarte oder Videobeschreibung. Dort habe ich euch ein Video verlinkt, in dem ich euch ausführlich erkläre, wie ihr zu den großen Feen kommen könnt und wie ihr die großen Feen befreit. Habt ihr alle großen Feen befreit, dann braucht ihr folgende Materialien für alle vier Upgrades. Für das erste Upgrade benötigt ihr jeweils 5 Alpha-Kriegerkonstrukthörner und 10 Rubine. Für das zweite Upgrade benötigt ihr jeweils 5 Beta-Kriegerkonstrukthörner, 5 Alpha-Elite-Konstrukthörner, 5 Sonanium und 50 Rubine. Für das dritte Upgrade benötigt ihr jeweils 5 Gamma-Kriegerkonstrukthörner, 5 Beta-Elite-Konstrukthörner, 5 großes Sonanium und 200 Rubine. Für das vierte und letzte Upgrade benötigt ihr jeweils 5 Delta-Kriegerkonstrukthörner, 5 Gamma-Elite-Konstrukthörner, 10 großes Sonanium und 500 Rubine. Damit ihr also das Sonanium-Rüstungsset auf die maximale Stufe upgraden könnt, benötigt ihr insgesamt 15 Alpha-Kriegerkonstrukthörner, 15 Beta-Kriegerkonstrukthörner, 15 Gamma-Kriegerkonstrukthörner, 15 Delta-Kriegerkonstrukthörner, 15 Alpha-Elite-Konstrukthörner, 15 Beta-Elite-Konstrukthörner, 15 Gamma-Elite-Konstrukthörner, 15 Sonanium, 45 großes Sonanium und insgesamt 2280 Rubine. Aber wo bekommt man das ganze Zeug denn jetzt nur her? Starten wir mit allen Kriegerkonstrukthörnern und allen Elite-Konstrukthörnern. Ihr findet alle Varianten der Krieger- und Elite-Konstrukte vor allem auf Himmelsinseln und teilweise auch auf der Oberfläche. Ich habe euch hier mal sehr viele Orte mit Konstrukten rausgesucht. Zuerst einmal findet ihr sehr viele Konstrukte auf der vergessenen Himmelsinsel. Weitere Konstrukte findet ihr in Firon im Damselwald bei meiner Markierung. Weitere Konstrukte findet ihr in Firon zwischen den zwei Küsten bei meiner Markierung. Weitere Konstrukte findet ihr in Firon bei der Tekli-Ebene bei meiner Markierung. Weitere Konstrukte findet ihr in der Ebene von Hyrule nordwestlich des vergessenen Plateaus bei meiner Markierung. Weitere Konstrukte findet ihr in Nekluda bei den Esch-Sümpfen bei meiner Markierung. Weitere Konstrukte findet ihr in Ranel auf dem Ranel-Plateau bei meiner Markierung. Und weitere Konstrukte findet ihr in Ranel im Sumpf von Ranel bei meiner Markierung. Falls ihr jetzt aber nur Alpha- und Beta-Konstrukte finden könnt, dann müsst ihr nun euer geheimes Level in Tears of the Kingdom erhöhen. Das macht ihr entweder, indem ihr in die schwimmende Arena im Untergrund geht und nach jedem Blutmond alle Leunen darin besiegt. Ich habe bereits ein ausführliches Leunen-Guide hochgeladen. Schaut dazu gerne mal in die Infokarte oder Videobeschreibung, dort habe ich euch das Video verlinkt. Ihr könnt aber auch ganz einfach die Hauptstory weiterspielen. So levelt ihr ebenfalls ziemlich schnell und findet dann in Zukunft die fortgeschrittenen Konstrukte. Ich bin aktuell bereits an einem Video zum geheimen Levelsystem von Tears of the Kingdom dran. Sobald das Video hochgeladen wurde, werde ich es hier in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinken. Seid ihr in Tears of the Kingdom nun aber bereits sehr weit im Spiel und fehlen euch nun eher die Alpha- und Beta-Konstrukte, dann habe ich für euch ebenfalls eine Lösung. Und zwar geht dazu in die Überlebensschreine. Habt ihr diese Schreine das erste Mal ohne eure Ausrüstung erledigt, dann könnt ihr direkt danach mit eurer kompletten Ausrüstung den Schrein erneut betreten und so die Konstrukte erneut besiegen und die Materialien dieses Mal sammeln. Der Vorteil dieser Schreine ist, dass die Konstrukte darin nicht von eurem geheimen Level beeinflusst werden. Bedeutet, ihr findet darin immer dieselben Konstrukte, ganz egal wie weit ihr im Spiel seid.
Anders als alle anderen Gegner im Spiel, respawnen die Konstrukte in den Schreinen aber nicht mit einem Blutmond, sondern nach einer gewissen Zeit, also einigen Stunden. Schaut also immer wieder in den Schreinen vorbei. Ich habe euch hier auf der Karte alle überlebenden Schreine auf der Oberwelt markiert. Und hier habe ich euch auf der Karte alle überlebenden Schreine im Himmel markiert. So, jetzt fehlt nur noch Sonanium und großes Sonanium. Sonanium und großes Sonanium findet ihr in sehr großen Mengen im Untergrund. Ich habe euch einige Orte mit viel Sonanium rausgesucht. Ihr findet viel Sonanium im Untergrund bei der Mine im Davros-Tal. Ihr findet ebenfalls viel Sonanium im Untergrund bei der Mine im Gustavtal. Und ihr findet ebenfalls viel Sonanium im Untergrund bei der Mine im Gongoltal. Von diesen kleinen Minen gibt es aber noch viel mehr. Ihr erkennt diese super einfach auf eurer aufgedeckten Karte. Braucht ihr noch mehr? Da ihr überall im Untergrund Sonaniumbrocken finden könnt, würde ich euch empfehlen, ein Bild eines Sonanium-Brockens für euer Hyrule-Handbuch zu machen. Anschließend verwendet euren Sensor Plus und sucht nach Sonanium-Brocken in der Nähe. So findet ihr sehr schnell die benötigte Menge an Sonanium und großes Sonanium. Ich habe übrigens bereits ein ausführliches Video zum Thema Batterien erweitern und Sonanium-Farmen hochgeladen. Schaut dazu gerne mal in die Infokarte oder Videobeschreibung, dort habe ich euch das Video verlinkt. Übrigens, vergesst nicht, dass alle Gegner bei einem Blutmond wieder neu spawnen. Also falls euch noch Material fehlt, dann schaut bei den eben genannten Gebieten nach einem Blutmond wieder vorbei. Habt ihr alle notwendigen Materialien eingesammelt, dann geht zu irgendeiner großen Fee und verbessert dort euer Sonanium-Rüstungsset viermal auf die maximale Stufe. So, jetzt habt ihr das Sonanium-Rüstungsset auf der maximalen Stufe 4 mit einem Rüstungswert von 3x28, also 84 erhalten. In weiteren Videos erfahrt ihr dann, wo ihr die anderen Rüstungssets finden könnt, welche Effekte die Rüstungen haben und woher ihr das nötige Material für die Upgrades bekommt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, welches Rüstungsset ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe euch mein Video zur Machobas Maske oben rechts in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst eine Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!